Der Rettungshubschrauber Alpha startet um 10 Uhr vom Punkt A mit Koordinate 10,6,0 aus und fliegt geradlinig mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h zum Berggipfel D mit Koordinate 4-3,3, wo sich ein Unfall ereignet hat. Zeitgleich hebt der Hubschrauber Beta von der Spitze T mit Koordinate 7-8,3 ab, um Touristen nach B mit Koordinate 4,16,0 zurückzubringen. Seine Geschwindigkeit beträgt 350 km/h. Frage klein a. Befinden sich die beiden Hubschrauber in Kollisionsgefahr? Frage klein b. Werden sie kollidieren? Um klein a zu beantworten, werden wir herausfinden, ob die zwei Laufbahnen A, D und T, B sich schneiden. Und dazu werden wir kartesische Gleichungen der Geraden A, D und der Geraden T, B bestimmen. Der Punkt A hat als Koordinate 10,6,0 und der Punkt D hat als Koordinate 4,3,3. Also haben wir sehr schnell kartesische Gleichungen der Geraden AD erstellt. Man schreibt x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen setzen wir die Koordinate von einem Punkt der Geraden. Ich habe den Punkt A gewählt. Seine Koordinate ist 10, 6, 0. Und die Nenner sind gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden AD. Als Richtungsvektor habe ich den Vektor AD gewählt. Seine Koordinate ist 4 minus 10 macht minus 6, minus 3 minus 6 macht minus 9 und 3 minus 0 macht 3. Die Gleichheit vom ersten und vom zweiten Bruch ergibt sofort diese kartesische Gleichung der Geraden AD und die Gleichheit vom zweiten und vom dritten Bruch ergibt diese zweite kartesische Gleichung der Geraden AD. Jetzt machen wir genau dasselbe für die Gerade TB. Der Punkt B hat als Koordinate 4,16,0, der Punkt T hat als Koordinate 7,8,3. Wir erhalten kartesische Gleichungen der Geraden BT, indem wir schreiben x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den Minuszeichen setzt man die Koordinate von einem geraden Punkt. Ich habe B gewählt. Und die Nenner werden gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden BT. Ich habe den Vektor BT gewählt. 7 minus 4 macht 3, minus 8 minus 16 macht minus 24 und 3 minus 0 macht 3. Indem wir den ersten und den zweiten Bruch gleichsetzen, finden wir schnell diese kartesische Gleichung der Geraden BT und indem wir den ersten und den dritten Bruch gleichstellen, finden wir diese kartesische Gleichung der Geraden BT. Um zu sehen, ob die zwei Geraden AD und BT sich schneiden, bilden wir dieses Gleichungssystem aus diesen vier kartesischen Gleichungen und überprüfen, ob es eine Koordinate gibt, die die vier Gleichungen erfüllt. Nehmen wir die drei ersten Gleichungen und lösen wir dieses Gleichungssystem. Das hat effektiv als Lösung 6,0,2. Und jetzt müssen wir nur noch überprüfen, ob diese Koordinate auch die vierte Gleichung erfüllt. Tut sie. Also, Vorsicht, die zwei Laufbahnen neigen sich in einem Punkt, den wir hier S nennen. S wie Schnittpunkt, der hat als Koordinate 6,0,2. Vorsicht, Kollisionsgefahr. Die zwei Laufbahnen schneiden sich. Um zu überprüfen, ob die zwei Hubschrauber effektiv kollidieren werden,
berechnen wir, ob sie gleichzeitig am Punkt S sein werden. Dazu berechnen wir die Zeit, die Hubschrauber Alpha von A bis S braucht und auch die Zeit, die Hubschrauber Beta von T bis S braucht. Und zu dem Zweck nutzen wir natürlich die Formel einer geradlinigen gleichmäßigen Bewegung. Formel, die besagt, die konstante Geschwindigkeit ist gleich zu zurückgelegter Distanz geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Und demzufolge ist die Zeit gleich zu Distanz auf Geschwindigkeit. Schauen wir zuerst für Hubschrauber Alpha. Der Punkt A hat als Koordinate 10, 6, 0 und der Punkt S hat als Koordinate 6, 0, 2. Also ist der Abstand zwischen den zwei Punkten A und S gleich zu Quadratwurzel von Abszisse minus Abszisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat plus Lot minus Lot im Quadrat. Der Abstand zwischen A und S beträgt also Quadratwurzel von 56. Und die Zeit, die Hubschrauber Alpha von A bis S braucht, ist gleich zu, durch diese Formel, zurückgelegte Strecke, also Länge von A bis S, geteilt durch die konstante Geschwindigkeit von Hubschrauber Alpha. Also Quadratwurzel von 56 geteilt durch 300. Und das ergibt ungefähr 1 Minute und 30 Sekunden. Jetzt Hubschrauber Beta. Der Punkt T hat als Koordinate 7 minus 8, 3. Der Punkt S hat als Koordinate 6, 0, 2. Also ist der Abstand zwischen T und S gleich zur Quadratwurzel von Abszisse minus Abszisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat plus Lot minus Lot im Quadrat. Und das ergibt Quadratwurzel von 66. Die Zeit T Beta, die Hubschrauber Beta von T bis S braucht, berechnet sich also durch Abstand zwischen T und S geteilt durch die konstante Geschwindigkeit von Hubschrauber Beta. Also die Quadratwurzel von 66 geteilt durch 350. Und das ergibt ungefähr 1 Minute und 24 Sekunden. Wir sehen also hier einen Zeitunterschied von 6 Sekunden. Das bedeutet, dass Hubschrauber Beta 6 Sekunden vor Hubschrauber Alpha am Punkt S angelangt. Jetzt berechnen wir noch die Distanz, die Hubschrauber Beta während diesen 6 Sekunden Zeitunterschied zurückgelegt hat. Diese Distanz finden wir wieder durch diese Formel d gleich v mal t. Die Distanz, die Hubschrauber Beta während dieser 6 Sekunden zurückgelegt hat, berechnet sich also durch Geschwindigkeit vom Hubschrauber Beta mal die Zeit. Und da wir diese Zeit in Sekunden ausgedrückt haben, werden wir die Geschwindigkeit von Beta in Meter pro Sekunde ausdrücken. Das heißt, diese 350 Kilometer schreiben wir als 350.000 Meter und diese eine Stunde schreiben wir um in 3600 Sekunden. Und so finden wir heraus, dass Hubschrauber Beta 583 Meter weiter ist vom Punkt S entfernt, in dem Moment, wenn Hubschrauber Alpha dort ankommt. Und demzufolge wird es keine Kollision geben.